Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Roblox, Leute. Und heute spielen wir mal wieder den Mansion Tycoon, denn es gibt ein neues Update, Leute. Wir haben das Strandhaus gebaut, wir haben das Penthouse gebaut und die Mega-Villa, beziehungsweise mit dem Penthouse sind wir noch nicht ganz fertig. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und als nächstes kommt hier das Tropical House. Ich glaube, da kriegen wir eine komplett eigene Insel, Leute. Aber dafür müssen wir erst das Penthouse noch fertig bauen. Und hier fehlen uns noch 13%, Freunde, ja? Das heißt, wir müssen erstmal hier das Penthouse noch fertig machen. So, zack, erstmal in unser Apartment reingehen. Zack, 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 Leute. Mal gucken, was uns da jetzt noch alles fehlt. Leute, ich bin natürlich auch gerade wieder live auf Kick. Also kommt auf jeden Fall in den Kick-Stream rein, Freunde, um nichts mehr zu verpassen. So, jetzt können wir hier nämlich direkt mal schnell schauen. Ich will jetzt hier das Penthouse relativ schnell fertig machen. Hä, wo müssen wir hin? Hä, wo zeigt hier der Pfeil hin? Ich möchte jetzt hier das Penthouse relativ schnell fertig machen. Oh mein Gott, wie schön das auch aussieht hier. Yo, wie schön sieht das Penthouse hier bitte aus? Oh mein Gott. Oh mein Gott, warum kostet die Couch hier 300.000? Musik aus hier. Warum kostet ein Kamin 400.000? Junge. Junge, ist das alles teuer. Warum kostet ein Stuhl 360.000? Man zahlt doch nicht 1 Million für 3 Stühle. Warum ist das denn hier so gottlos teuer alles? Bro, und das hat nur ein... Oh mein Gott, ich glaube, wir müssen Geld kaufen. Ich glaube, wir müssen wieder Geld kaufen, damit wir uns hier überhaupt was leisten können. Okay, mir reicht's. Ich kaufe mir jetzt hier für 2.000 Robux. Für 2.000 Robux kaufe ich mir jetzt hier 28 Millionen. Bam, Leute. So, 28 Millionen. Jetzt werden wir das hier schnell fertig machen. Jetzt reicht's mir hier. Warte, hier ist noch was zum Kaufen. Alter, Büsche, Büsche. Warum kosten Büsche 360.000? Bro, das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal hier. Einen vergoldeten Bonsai-Baum. Wen juckt das denn? Warum sollte ich das kaufen? Ey, das ist wirklich krank. Musik aus. Das ist wirklich krank, wie teuer das hier alles ist. Das ist nicht mehr normal. Okay, wie sind wir jetzt hier? 89%, Alter. Ey, Leute, niemals. Niemals können wir uns das alles leisten. Niemals können wir uns das hier alles leisten, Freunde. Leute, wo zeigt denn hier der Pfeil hin? Wisst ihr das? Wo habe ich denn hier was noch nicht fertig gebaut? Das verstehe ich jetzt hier gerade nicht. Das ist doch alles schon fertig. Also unsere Penthouse-Wohnung sieht ja echt schon richtig schön aus. Guck mal, hier ein riesen Bear-Brick. Richtig cool. Aber, okay, warte mal. Wir gehen mal in den Keller runter. Habe ich da im Keller was vergessen? Müssen wir vielleicht in die Lobby fahren? Ja, aber jetzt zeigt es wieder nach oben. Das macht ja auch keinen Sinn. Also es muss wohl irgendwie einen Fahrstuhl... Ach, der hier. Ah, oh mein Gott. Hier gibt es ein ganz neues Stockwerk. Das ist aber neu dazugekommen. Yo, deswegen sind wir damit noch nicht fertig. Alter. Guck mal, wie teuer das ist. Jede Wand hier... Oh mein Gott, jede Wand 300.000. Jetzt hat man hier nochmal ein neues Stockwerk hier in dem Apartment. Mit schönem Fitnessstudio und sowas. Ja, erstmal Lichter hier reinhauen. Ey, wenn jetzt hier... Denkt ihr, hier kommt eine Autogarage rein? Mega Mansion Tycoon. Kommt hier eine Autogarage rein, oder was? Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob unser Geld ausreichen wird. Und wir machen ja schon so 10.000 Dollar in der Sekunde, aber das reicht halt einfach bei weitem nicht aus. Alter, yo, wir können uns hier einen Bugatti reinspawnen. Alter, hier steht ein goldener Bugatti. Yo, ist das krass. Yo, okay, 91% fertig. So, jetzt sagt er uns aber, wir sollen nochmal hier in das Stockwerk gehen. Hier wird auch noch was fehlen. Hier müssen wir auch noch was fertig machen. So, aha, wo zeigt er jetzt als nächstes wieder hin? Wir waren doch aber unten in der Garage noch nicht fertig. Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, irgendwie mussten wir erstmal den einen Punkt da oben kaufen. Jetzt holen wir hier die Wände, Leute. Hey, einfach... Das ist ja wie bei Minecraft Stadt, Leute. Das gesamte Hochhaus gehört hier bald uns. Das gesamte Hochhaus gehört hier bald uns. Ja, Fenster. Okay, Fenster für 500.000. Okay, übertreibt halt, Leute. Okay, übertreibt halt. Ja, okay. Ein Parkingspot 1,2 Millionen. Ja, okay. Ein Fahrstuhl 3 Millionen. Ein Autofahrstuhl kostet jetzt hier 3 Millionen, Digga. Bro. Oh mein Gott. Parkingspot. Das kostet jetzt auch noch echt Geld hier, oder was? Active Car Elevator. Das kostet ja auch noch hier alles echt Geld. Alter. Ey, checkt ihr das, wenn man so ein Hochhaus hat, man fährt mit seinem Auto in das Hochhaus rein und lässt dann mit dem Autofahrstuhl sein Auto nach oben fahren. Okay, Digga. Okay. Das ist natürlich absoluter Flex. Man bewohnt einfach so ein ganzes Hochhaus alleine. Ey, was? Mein Geld ist weg. 30 Millionen weg, Leute. Ey, das ist unfassbar teuer. Wir sind jetzt 95% fertig. Ich kann mir jetzt hier mit meinem letzten Geld nochmal irgendwie so 30 Millionen holen, aber dann ist hier Schluss.
Dann ist hier Schluss, Leute. Dann muss ich erst wieder Robux aufladen. Oh, nice, Leute. Wir haben das neue Tropical House freigeschalten. Oh, haha. Wir machen jetzt aber erstmal das Penthouse hier fertig. Boah, was? Wir machen mittlerweile 17.000 Dollar in der Sekunde. Boah, das geht jetzt natürlich richtig schnell. Fast verdoppelt gerade. Eben waren wir doch noch bei 10.000. Jetzt machen wir 17.000 in der Sekunde. Das macht jetzt hier einen riesen Unterschied. Aber trotzdem ist das Geld jetzt schon wieder weg. Trotzdem ist das Geld einfach schon wieder weg. Wir machen erstmal das hier zu 100% fertig, bevor wir zum nächsten gehen. Ich glaube, das sind hier wirklich die letzten Punkte. Noch die Couch. Die zwei Punkte noch. Es fehlen uns nur noch diese zwei Punkte, dann haben wir es. Eine Tisch und Ding. Komm, ich kaufe jetzt hier nochmal Geld. Ist egal, ich kaufe jetzt hier nochmal Geld. Dann jetzt alle Robux ausgegeben. Wir haben jetzt hier nichts mehr. 30 Millionen. Bam. So. Zack. 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 Okay, wir sind 100%, oder? Alter! Okay, Freunde, unser Penthouse ist jetzt zu 100% fertig. Wir haben jetzt schon drei Immobilien zu 100% fertig. Und jetzt können wir zu dem Tropical House gehen. Aber können wir mal drüber reden, wie krass das ist, dass man hier einfach so sein Bugatti in seinem eigenen Hochhaus stehen hat? Stell euch mal vor, man wohnt hier so in der Stadt und einfach so das gesamte, einfach so dieses gesamte Hochhaus würde euch gehören. Bro, unnormal. Unnormal, Digga. Unnormal. Roblox Stores sollen wir mal spielen. Können wir auch demnächst mal machen. Aber, oh, warte mal. Und man kann hier Sachen ja auch noch anmalen, wie man will. Ich kann hier alles so anmalen, wie ich will, oder was? Okay, das ist cool. Aber das kostet halt 1 Million. Das kostet halt 1 Million, das alles anders anzumalen. Okay, das lassen wir mal, Leute. Das ist mir dann doch eine Nummer zu teuer. Okay, komm, wir gehen jetzt mal zum nächsten. Zum Tropical House, Freunde. Und ich glaube, man bekommt jetzt hier gefühlt eine eigene Insel. Das wird jetzt hier einfach eine eigene Insel, Leute. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor dem, was mich jetzt erwartet. Wir kaufen uns jetzt hier eine Insel für 500.000. Wir haben jetzt einfach nur für 500.000 diese Insel hier geholt. 700.000 die Einfahrt. 600.000 der Boden. Eine Wand nochmal 600.000. Leute, ich glaube, das wird krank. Ich glaube, das wird krank, Leute. Büsche. Warum kosten diese Büsche 700.000? Ein Parkplatz 2 Millionen. Oh Gott. Ein Parkplatz 5 Millionen. Ein Parkplatz 11 Millionen. Ey, nee, den kaufe ich jetzt nicht. Den kaufe ich jetzt nicht. Da investiere ich das Geld ja lieber erstmal in die Häuser. Oder in das Haus rein für 11 Millionen. Guck mal hier, das wird bestimmt die Garage. Ach du Heilige, Leute. Ach du Heilige. Nein, oh nein, jetzt habe ich den Parkplatz für 11 Millionen gekauft. Oh, Leute, das war doch total unnötig gerade. Warum habe ich das gemacht? Garagentor. So, Autos. Ich habe doch schon Autos. Warum kann ich denn nicht die spawnen, die ich habe? Ah, hier spawnen. Warte mal, da müssen wir, wenn wir jetzt hier schon alles gekauft haben, dann müssen wir jetzt wenigstens auch unsere Autos hier rausstellen für den Flex, damit das hier wenigstens gut aussieht. Spawn, spawn. Hä, habe ich nur die zwei? Habe ich nur einen Bugatti und einen Rolls-Royce oder was? Ja, komm, dann stellen wir den auch noch hier hin. Gratis kaufen. So. Und spawnen hier. Zack. Ja, wenigstens sehen jetzt hier unsere Autos schon mal gut aus. Aber wir haben halt einfach gerade fast unser ganzes Geld ausgegeben, Leute. Fenster, Wand, Wand. Oh Gott. Ah, ey, wir hängen in der Wand drin fest. Junge, was soll das? Ey, wir sind jetzt einfach erst 1% fertig. Checkt ihr das? Checkt ihr das, dass wir einfach erst 1% haben beim Tropical House? Ach, du Heilige. Okay, wir sind wieder da. Also das, was ihr bis jetzt hier seht, hat uns 30 Millionen Dollar gekostet. Eine Garage und eine Tür. 30 Millionen. Ich glaube, das wird. Ich glaube nicht mal, dass es in echt so ein teures Haus gibt. Das, ich glaube, das kann gar nicht sein. Sowas Teures gibt's nicht. Sowas gibt's nicht in echt, Leute. Wie viel haben wir noch, Robux? 6 Millionen. Ja, toll. Ich kann mir noch hier 6 Millionen holen, aber dann war's das. Oder hier 15 Millionen. Ich glaube, das kann ich mir jetzt hier gerade noch so leisten. Dann habe ich hier meine gesamten Robux ausgegeben. Ich habe meine gesamten Robux schon wieder ausgegeben, Leute. Aber das kauft mir hier wieder ein bisschen mehr Zeit. Boah, man kommt hier rein. Erstmal so ein fetter Eingangstisch hier. Uiuiuiui. Uiuiui. Hä? Hier ist ein Indoor-Pool. Hier ist einfach direkt ein Pool mal innen drin. Junge, wie krass ist das denn? Ein Baum, 600.000. Ja, okay, aber es ist wenigstens eine schöne große Palme. Ich glaube, hier kommt eine Tiefgarage hin. Wand. Wand. Okay. Complete the garden to unlock the basement. Okay. Also da müssen wir erst den Garten fertig machen. Boah, eine eigene fette Tiefgarageneinfahrt. Eieieiei. Wir machen gerade so 17.000 Dollar in der Sekunde. Hier kommt ein bisschen Wasser hin. Ah ja, okay. Schön von außen nach innen. Ich bin mir zwar noch nicht so ganz sicher, was das hier werden soll, aber es wird bestimmt gut aussehen. Es wird bestimmt gut werden, Live-Chat. So, hier ein bisschen Spiegel. Hier eine Wand hin. Hier ein Fenster.
Fenster, Pflanze, eine Pflanze. Warum kostet eine Pflanze 600.000? Keiner weiß. Keiner weiß, was diese... Warum soll eine Pflanze 600.000 kosten, Live-Chat? Warum? Was soll die denn können? Okay, irgendwie ist dieser Tycoon hier gerade irgendwie ein bisschen am laggen, Leute. Boah. Ey, Feierabend, Leute. Feierabend. Wir können uns jetzt hier gerade noch so eine Sache holen, dann ist unser Geld ist wieder weg. Unser Geld ist einfach schon wieder weg. Das ist zu krass. Unser Geld ist schon wieder weg, Live-Chat. Das ist echt nicht mehr normal. Ich glaube, ich muss eigentlich nochmal ein paar Robux aufladen jetzt. War das jetzt auch doof, hier wieder rauszutappen? Ach du heilige Live-Chat. Ach du heilige. Was soll das denn für ein Objekt? Guck mal, wir sind jetzt gerade 5%. Ich habe hier 40 Millionen oder so schon ausgegeben und das ist 5% fertig. Bro, wie reich muss man dafür sein? Ja. Aber guckt euch das mal an. Ich meine, wir haben jetzt hier mittlerweile dieses... also das hier ist unsere neueste Baustelle. Wenn ihr wollt, dann lasst jetzt mal ein Like da. Wenn ihr wollt, dass wir das Ding hier fertig bauen nächstes Mal. Dann haben wir jetzt hier noch unser Penthouse. Wir können ja mal alles durchgucken, was wir haben. Wir fangen mal vorne an. Wir haben hier unsere Villa. Das hier war das erste, die Mega-Villa. Ist ja auch schon mal gar nicht mal schlecht, Leute. Haben wir hier was vergessen zu kaufen? Ach, noch einen weiteren Parkplatz, aber braucht man nicht. Guckt euch das hier mal an. Das war die erste Villa. Sieht ja auch schon... würde ich sagen, ganz gut aus, Leute. Kann man sich ja auch eher weniger beschweren. Eine fette, dicke, moderne, schöne Villa. Danach kam das Strandhaus. Dann kam das Strandhaus. Das war ja auch schon saftig, knaftig. Ich finde, das Strandhaus sieht von außen irgendwie gar nicht mal so krass aus. Wir können mal kurz reingucken. Sieht von außen weniger krass aus, war aber von innen, glaube ich, sehr krass. Ah, hier das Strandhaus. Oder beziehungsweise hier hinten. Genau, ich erinnere mich, Leute. Hier hat man ja so eine Bootsanlegestelle, hier so ein Infinity-Pool und so gehabt. Ah, war halt ein heftiges Strandhaus hier, Leute. So, boah, hier konnte man ein Boot fahren und sowas. Schau mal, so auf GTA angelehnt. Oh, warte, falscher Sitzplatz. Oh, Schnellboot fahren. Einfach so hier so ein bisschen auf GTA angelehnt. Wow. Hihi. Das sind einfach alles andere hier Häuser von anderen Spielern. Das, wie viele hier mittlerweile so ein Strandhaus haben, das hier so gefühlt gar nichts Besonderes mehr. Ja, aber das Strandhaus war auf jeden Fall auch saftig knaftig. Ich glaube, das hat auch irgendwie so einen Secret Keller gehabt, Leute. Das ist schon ein bisschen länger her, dass ich das gebaut habe. Hat irgendwie so einen Secret Keller gehabt. Was war das denn hier nochmal? Warte mal, wir gehen mal rein. Hier gab es diesen Fahrstuhl. So, dann konnte man hier... Genau. Oh. Ich erinnere mich wieder mit diesem geilen Gaming Room. Hier, guck mal, mit einer PlayStation 5 und so. Nee, ist sogar nur eine PS4 hier. Schmalspur. Wir hatten so ein Haus und kann sich keine PS5 holen. Ah, Kinoraum, also... Ja, auch echt ein saftig, knaftiges Strandhaus. Hier alle Räume natürlich ausgebaut. Hier noch so ein Kellerpool-Area. Also ganz verrückt, Leute. Ganz verrücktes Ding hier, ein Gaming Room. Und dann noch verrückter wurde es. Noch verrückter wurde es im Penthouse. Das weiß ich auch noch, Leute. Da waren wir ja gerade eben ja noch gewesen. Aber das Penthouse, irgendwie über 5 Stockwerke. Ganz, ganz krasses Teil. Wir gehen mal rein. Allein schon, wie lang das lädt, Leute. Das zeigt schon, wie heftig das ist. Junge, so Schmalspur. Hä? Warum bin ich jetzt Schmalspur? Ich habe doch fast alle Immobilien hier. Ja, das Penthouse ist natürlich, also... Das ist hier Königsklasse, Leute. Das Penthouse ist Königsklasse. Das kann man sich nicht vorstellen, aber es gibt ja wirklich Leute, die irgendwo auf der Welt, die echt so wohnen, ne? Die so irgendwie so ein... So, die irgendwo so ein 100-Millionen-Dollar-Penthouse haben. Das ist zu krass. Guck mal, mit so einem Dachterrasse hier. Und mit der Garage hier noch und sowas. So ganz heftig. Und unsere neueste Baustelle ist jetzt hier das Tropical House. Weil es, das Ding ist, man braucht ja nicht nur ein Strandhaus, man braucht ja auch noch ein Tropical House, ne? Ist ja klar. Ist ja Schmalspur, dass man, wenn man nur ein Strandhaus hat. So, und deswegen jetzt hier das Tropical House. Wir haben jetzt hier mittlerweile wieder ein bisschen Geld angespart. Das ist das einzig Gute, dass das hier ein bisschen schnell geht mit Geld ansparen. Können wir wieder so ein bisschen Couch und sowas machen. So, zack, hier, Teppich. Okay, das Geld ist schon wieder weg, Leute. Wir haben gerade 7 Millionen Dollar für eine Couch-Ecke ausgegeben. 7 Millionen Dollar für eine Sitzecke hier. Also, Bro, das ist echt nicht normal. Das ist echt nicht normal, wie teuer das jetzt hier geworden ist. Aber ich habe trotzdem Bock, das Ding fertig zu bauen. Und deswegen sage ich jetzt hier nochmal, lasst ein Like und ein Abo da, das war's gewesen. Wenn ihr wollt, dass wir das Ding weiter fertig bauen, schreibt es in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Cranix.